Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Purpur, dem DLC zu die Inigo Blaue Scheibe bzw. zu Schatz 0. Und Bambi guckt mich gerade an. Und weil Bambi mich so komisch angeguckt hat, gucken wir mal, ob wir Bambi fangen können. Bzw. ob wir Bambi schon gefangen haben. In diesem Fall haben wir Bambi schon gefangen. Flucht gescheitert vor Bambi? Was ist das für ein krasses Bombi? So, wir haben ja erst keine Mitteilung. Ich gucke gerade. Nee, das ist die Kamera. Okay. Ich muss mich nochmal ein bisschen in die Steuerung reinfinden, weil. Es gibt neue Klamotten. Herbstuniform. Nichts für ungut, aber ich finde diese Uniform voll hässlich. Nee, das wollte ich nicht. Ich möchte ganz gern zum Pokédex. Weil ich wollte wissen, gibt es wieder das mit diesem komischen, genau, mit dem X gucken, wo wir wo wir gelandet sind. Aha. Also ein bisschen fehlt mir noch, aber das ist in Ordnung. Ah, Sichel habe ich gefangen. Okay. Omord und das haben wir gefangen. Also mir fehlt noch so ein bisschen was, aber es wird. Glaube ich. Und wir haben Zeit. Also das ist nicht so. Gucken wir mal, was wir den haben. Die Beldra. Ist ein Drache. Tatsächlich. Wie Vibrava ist das? Okay. Machen wir mal Flottball. Weil wir sind noch am Anfang des Ganzen. Oben zur Not. Müssen wir es gar nicht. Müssen wir nicht weitermachen. Knackleon-Schale. Ah, seht, das stimmt. Das war die Weiterentwicklung von Knackleon. Bodendrache. Okay. Durch gewaltige Schlagen seiner Flügel entstehen Ultraschallwellen. Ohnmächtig gewordene Beute löst es mittels Säure auf. Vibra. Nee, in die Box. Krasses, aber ist ein krasses Pokémon tatsächlich, wenn man es richtig gut trainiert. Also, beziehungsweise, von hinten einfach. Ey, was soll das denn? Tatsächlich ist es so, kann Vibra und generell dieses Pokémon sehr mächtig werden. Man muss es halt gut trainieren können. Ich meine, Bodendrache ist schon ein starke Typmischung. Das kann dann auch sowas wie Erdbeben und alles sowas und dann geht's richtig ab. Knackleon. Knackleon. Es gräbt im Sand und zermalmt dabei mit seinen großen Kiefern störende Felsen. Sein Bau hat die Form eines Trichters. Knack. Knacki. Knackisch. Mach mal knackisch. Küsch. Habe ich ein Ü? Ja. Na Küsch. Na Küsch. Das Ding ist knackig. Okay. Ist ein sehr schlechter Wortwitz, ich weiß. Wir müssen zum Küstenareal. So. Verpennt wer? Da ist ein Seesu-Kids. Stimmt, Fabi. Hier gab es so viele Pokémon, die wir eventuell noch gar nicht gefangen hatten. Wie zum Beispiel das Farbigel. Farbigel ist tatsächlich ein Pokémon. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du richtig Pro bist und so, kannst du da echt was rausholen. Ja, was willst du denn jetzt nachahmen, bitte?
Versuchen wir es nochmal. Obwohl wir schon in der zweiten Runde sind, aber... Ich kann es halt nicht attackieren. Die Fangrate war, glaube ich. Die Frage ist, wir sind ja in so einer Kuppel, ne? Zählt das als Höhle? Als ob. Na komm, mach nochmal verzweifelt, dann kannst du dich selber boxen. Bei mir tut es nämlich nicht weh. Hyperball. Komm, es ist ein Hyperball, du bist im gelben Bereich. Es hat nicht mal gewackelt. Es hat nicht mal gewackelt. Der Rückstoß wird auch immer heftiger. What? Und hat sich selber besiegt? Ja. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Sieso Kids, geh mal weg da. Aber da hinten, das Coole an denen hier ist, in der Gegend, hier gibt es Doppelkämpfe. Hier gibt es Doppelkämpfe. Hausaufgaben sind ätzend, verstehe ich. Sind aber tatsächlich wichtig, muss ich sagen. Ich komme immer in die Terra-Kuppel, wenn ich mich von meinen Hausaufgaben drücken will. Ja, kannst du dich besser verstecken, ne? Den habe ich hier. So, Getty setzt Atomkraft ein. Sie verschwindet. Dürfte jetzt von Surfer denn nicht getroffen werden. Bam. Ja, weil Bohnen, da habt ihr nicht viel, ne? Na gut, das war's. Das war's jetzt auch gewesen. Ich verliere lieber 1000 Kämpfe, als meine Hausaufgaben zu machen. Was passiert? Ich bin von hinten angegriffen worden. Als ob. Einfach von hinten oder was reingesneakt. Ich habe ich schon. Ich hatte ich auch schon. Ich weiß diesen komischen Vogel. Der hat drei Köpfe? Der hat drei Köpfe. Ich glaube, den hatte ich nämlich noch gar nicht. Flottball, wo bist du? Da. Wird nichts bringen, glaube ich. Ich weiß noch, beim letzten Mal hatte ich, genau, hatte ich Stella reingenommen. Nicht Stella, ich hatte, Cheerleader reingenommen, weil die den Beulenhelm hat. Damit die sich den selber kaputt boxen, zum Teil. Und ich dann doch bitte, die denn so einfangen kann. Aber die wollten nicht. Na gut, noch eine Notsituation hält die schon aus. Timer Ball wird nicht bringen, nicht viel bringen, weil es erst die zweite Runde ist. Sag ich doch. Warte mal, was ist denn Pokéball-Info? Nein, ich wollte... Ja, okay.
Genau, wir müssen zum Küstenareal eigentlich, um Dings suchen. Er ist verwirrt. Duri vor Erschöpfung. Y ist. Wasserkäfer. Niedriges Level im Wasser. Bei Nacht. Einmal, ja klar. Na komm. Wieso? Wieso Spiel? Ich meine, es ist ein Hyperball. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass der blöde Vogel so eine krasse Fangrate hat. Anscheinend doch. Anscheinend die mega krasse Fangrate. Dachte mal, Hyperball wäre so der krasseste Ball, den man im Prinzip haben kann nach dem Masterball. Zum Fangen. Was, was? Ich hab darauf keine Lust. Blöder Vogel. Und ich gebe jetzt nicht irgendwie einen Trank aus, wenn ich da heilen kann. Kann ich da das Zebra fangen? Das sieht so nah halt bei dem Dings aus, ne? Also. Ich weiß, ich muss eigentlich in die andere Richtung. Aber ich will wissen, was es hier noch so Schönes gibt. Abgesehen von diesem Mistvogel. Oh, das war anstrengend. Das war anstrengend für das Spiel. Habt ihr gesehen, wie es gewackelt hat? Da kam das Spiel nicht drauf klar. Taros habe ich aber schon. Taros nicht im Sinne von Taros Taros, sondern Taros im Sinne von der Version Taros, die es da in Paldea gibt. Wie viele Bambis aber hier gibt. Ja gut, man muss aber auch dazu sagen, Dodgy war jetzt im Prinzip die krasse, krasse Weiterentwicklung von Dodo. Dido? Ich hab's Dido genannt, ne? Dodi? Also nur mit den zwei Köpfen. Und ja, die Endentwicklungen lassen sich immer richtig mies fangen. Ich habe auch das Dümmste, ne? Das dümmste Pokémon gerade vor. Das ist die Weiterentwicklung übrigens. Ich mir gedacht. Ah, haha. Pokémon. Papa, Chaos, Papa, komm mal raus. Der steht gerade ein Taurus direkt in mir. Mehr oder weniger. Das Bambi guckt auch zu, weil es Bock hat. Machen wir nochmal einen Timerball, Flottball. Vielleicht funktioniert. Die sind zum Beispiel, glaube ich, auch schwarz und weiß. Da habe ich die zum ersten Mal gesehen. Für Zebritz wurde ein Eintrag. Hören Sie Donnergrollen, jagen Sie in der Herde den Gewitterwolken hinterher, damit die Elizeba in ihren Reihen daraus Strom tanken können. Ja. Bist du ein Mädchen? Ja. Oh nee, du bist Dings. Geil.
Wie hieß der von Madagaskar? Marty oder so, ne? Martin? Martin? Zebra Martin? Kann das sein? Dann holen wir uns noch die kleine Variante. Elitzeber. Flottball. Attacke Rinder und nicht rumzicken. Du bist nur die erste Entwicklung. Dankeschön. Hochspannungs-Pokémon. Es bevorzugt Gebiete, in denen häufig Blitze einschlagen. Boah, die Donnersteppe bei Final Fantasy X, das wäre sein Revier, du. Dieses fängt es mit der Mähne, mit seiner Mähne, um ihre Energie in seinem hohen Körper zu horten. Ah, in seinen Körper zu horten. Die Donnersteppe, das wäre das. Kann ich Donnersteppe schreiben? Donnersteppe, Final Fantasy X, das ist der Lebensraum. Knappe Kiste, aber funktioniert. Und damit ist die. Ist das dein Ernst? Wer hat mich erwischt? Das Zebra. Das ist so unfair, weil. Und was bin ich da jetzt rein? Ach, das habe ich schon. Das habe ich ja schon. Keine 5 Meter hier. Jetzt weiß ich, ne? Flucht gescheitert. Jetzt wissen wir, wie es immer bei den früheren Spielen von Pokémon war. Ne? Gehst du 2 Meter durch das hohe Gras und dann nächstes wilde Pokémon. Immer wieder nächstes Pokémon. Jetzt wissen wir, warum hier. Die gurken ja hier rum. Und lassen ja einen. Ach, dich habe ich schon. Der Kroko. Der Ganoven-Kroko. Auch aus Schwarz und Weiß. Der Ganoven-Kroko. Das Ding kann Erdbeben. Kann meine Welt erschüttern. Auch eine Weiterentwicklung ist somit nicht so einfach. Einfach zu kriegen. Boah, ich traue mich nie, die anzugreifen. Weil ich mir so denke. Mist. Nee, Quatsch. Machen wir mal. Nee. Beutel. Übertrank. Falls er jetzt noch eine auf die Idee kommt, ein Erdbeben zu donnern, bin ich auf der richtigen Seite. Boah, das sind die Wälder direkt hinter mir und es leuchtet. Komm, du bist erschöpft. Okay, Mann. Ist aber, glaube ich, nur die Zweitentwicklung. Das hat, glaube ich, drei. Wüsten-Kroko-Pokémon. Durch die spezielle Membran um seinen Augen kann es seine Umgebung auch im Dunkeln deutlich sehen. Auch nur Meter. Ich glaube, das Ganove. Ganovin. 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 Ist nämlich ein Mädchen. Aber ich habe die erste Entwicklung eben gerade hier auch rumschleichen sehen. Aber habe ich anscheinend schon. Da schleicht es nämlich. Hier war noch ein Pokéball.
Habe ich den schon? Pokéball, nee. Slotball! Slotbälle sind eigentlich voll gut, ne? Wenn du es einfach gleich am Anfang schmeißt und Glück hast. So wie jetzt. Coco. Hat auch sehr viel XP gebracht. Vielleicht habe ich die Eier schon. Pflanze Psycho. Es heißt in sehr seltenen Fällen, falle einer seiner Köpfe zu Boden und lebe als Owei weiter. Owei. Coco. Jumbo. In the box. Jetzt habe ich keinen. Jetzt gucken wir, haben wir die Eier schon? Nee, haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen noch einmal die Eier einsammeln hier. Nee. Wir waren doch hier weiter hinten jetzt, ne? Oh Gott, wo war denn jetzt der Anfang? Wir sind doch hier die ganze Zeit rumgerollt. Wo sind die? Ja, wir kommen der Sache schon näher. Das Farbigel. Haben wir auch noch nicht. Kriegen wir aber auch noch irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob ich den komischen, den großen Hirsch habe. Muss nochmal in Richtung Anfang. Da sind die doch die ganze Zeit. Oh, ein Tauros, was jetzt leuchtet. Habt ihr doch die ganze Zeit hier gesehen? Oh. Direkt ins Knackleon reingefahren. Da. Da sind sie doch. Und drin. Klasse, Owei wurde gefangen. Ich auch. Die Köpfe nutzen untereinander Telepathie, die nur sie wahrnehmen können, um stets eine Gruppe von 6 Exemplaren zu bilden. Sechser. Das geht sogar. Guck mich nicht an, Piepmatz. So. Versuchen wir nochmal unser Glück. Mit dem Farbigel. 56. Ich hasse dich, du mieser Hund. Alles ist effektiv. Alles wird ihn umbringen. Ja, Matschbombe wird so oder so sehen. Ach, Mensch. Blöd. Gucken wir mal, was der Hirsch sagt. Habe ich. Ich weiß, ich habe Bambi. Habe ich den Hirsch? Ja, habe ich auch schon. Flucht gescheitert, als ob. Na gut, dann gehen wir jetzt mal Richtung Küstenareal. Also immer geradeaus. Das Ding hat hier auch nicht so einen wirklichen Weg, ne? Oder? Oder fahre ich einfach nur wie besoffen? Nein! Oh, ich bin direkt rein. Eieiei. Ich habe mich so sehr ablenken lassen. Kann ich es von hinten kriegen? Das ist die Weiterentwicklung und es wird mich umbringen.
Libeldra. Dam, dam, dam. Die dritte Stufe. Ja, genau. So ein Drachen, ne? Erster Wurf, Fürst 2 drinne. Der blöde Hund? Nö. Mit den Flügeln erzeugt es Töne, die wie Gesang klingen. Wer so in sein Bann gerät, wird von einem Sandsturm umgeben und zu seiner Beute. Als ob. Aber das Ding ist ganz schön schwer. 82 Kilo. Das hat schon in sich. Gibt es hier denn irgendwie so einen offiziellen Weg, wo man sagt, ey, da kannst du langdütschen? Bin mir gerade nicht so sicher, ob das jetzt das eine und dieselbe war. Oh, wie süß. Gib mir mal die Punkte. Und ich habe auch dich keine Lust mehr. Hier hinten noch irgendwas? Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein krasses, großes Rion war oder nicht. Ey, du sollst da hoch. Eishieb. Das war, das hat er jetzt nicht mitgenommen. Was ist die Weiterentwicklung? Habe ich den jetzt von der Seite oder von vorne? Die dritte. Bedrohe. Abigator. Dam, dam, dam. Ey, da ist eine Hülle. Ich verstehe es nicht. Wieso kann ich diesen Kroko Fürst 2 fangen, aber den... Seine Augen sind so außergewöhnlich, dass es sogar einen Sandsturm kleinste Beute aus 50 Kilometer Entfernung entdecken kann. Aviator. Aber hier jetzt so ein Beagle, ein Hündlein, nö. Denkt sich zu spielen, nö, habe ich keinen Bock drauf. Sehe ich nicht ein. Warum sollte ich? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ah, das Kronjuwel. Okay, okay, okay. Hier ist eine Höhle. Ah, eine Triebperle. Aber hatte ich vorhin nicht auf der anderen Seite, war da nicht, so ein Vieh mit rosa Kugel? Ich dachte, ich hätte das schon. Ich dachte, das wäre so eine... Eine Figur, ein Pokémon, nur in einer anderen Form, ne? Dass das auch so ein Mistkäfer ist. Aber, Ha! Hast du dich schon? Mist, ich hab dich schon. Mist, ich hab dich ja schon! Aber da. Dachte, ich hätte den Vogel noch nicht da. Siehst so nach Käfer aus. Garabax, aber wir werden erstmal nur den Flottball schmeißen und dann auf diese Käferbälle. Oder wir lassen es einfach bleiben. Au. Ich sehe schon, ich war jetzt so mit Fangen beschäftigt. Garabax.
Im Inneren seiner Kugel schläft ein junges Garabax und dreht die Kugel besänftigt mit seinem Bein, damit es gemütlich schläft. Oh. Ja. Du bist eine richtige Omi, ne? Oma. Nenn ich Oma. Gut, Mist, jetzt sind wir schon wieder so. Ah, nein. Okay, gut. Wir werden hier beim nächsten Part weitermachen. Ich sehe schon. Ich bin schon wieder on top. Nur am quasseln. Ich versuche jetzt hier nochmal aus dem Kampf rauszukommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.